aber schön. Hey, schau mal. Das darf ich noch nicht verlieren. Ja, du, das, also vorher schon mal jemanden verloren. Oh nein! Ja, aber dann, weißt du, wenn jemand verliert, dann steigen natürlich die Chancen, dass die Nächsten nicht gewinnen. Wunderbar, deine Uhr. He? Also, fangen wir an. Deine Uhr, wir spielen um deine Uhr. He? Wie heisst du? Patricia. Patricia, und du? Siri. Du hilfst ihr? Ja. Also, hey, Patricia. Ja. Wir haben 5 Bohrmaschinen. Mhm. 4 Bohrmaschinen funktionieren nicht. Mhm. Eine Bohrmaschine funktioniert. Ja. Ich stelle 5 Fragen. Für jede falsche Antwort, die du gibst, musst du mit der Bohrmaschine versuchen, die Uhr durchzubohren. Oh oh. Das sind deine Bohrmaschinen. Mhm. Eine geht. Aha. Oh, shit. Von wem hast du denn die Uhr? Und die selber? Das ist ein Geschenk. Ja, es ist ein Geschenk. Oh, oh. Von wem? Von meinem Kollegen. Kollege? Nein, ich würde... Kollege. Das ist doch mehr wie ein Kollege. Nein. Das schenkt dir einfach nur. Er hat wollen, ich habe nicht wollen. Aha, also aha. Das ist so gleich. Also aus seiner, ja gut dann. Aber aus seiner Sicht ist es ein mehr, wäre es ein bisschen mehr gewesen. Ja, idealer, aber das schon anderthalb Jahre Rektor, also. Ist verjährt. Also ist eine historische Uhr eigentlich, eine Antiquität. Ja. Wieso hast du nicht wollen? Ja, weil ich nicht haben wollen, ich weiss doch nicht. Keine Ahnung, ich einfach nicht wollen. Hat er nicht ausgesehen wie der Brad Pitt? Ausgesehen, dort nicht schlecht, aber es hat einfach. Ja, ich weiß nicht, es hat einfach. Es hat nicht gestimmt. Ja, genau. Das ist immer eine gute, weißt, Argumentation. Das hat, für mich hat es nicht gestimmt in dem Moment. Ja, es ist einfach nicht. Das wirkt dann auch alles typ viel grösser, wenn man es so sagt. Ja, dann musst du. Wäre vielleicht schon der Typ gewesen, du musst nicht so abwerten. Aber ich muss sagen, für mich hat es in dem Moment nicht gestimmt. Ja, Patricia, also jetzt los, geht los. Fragen wir eins: Im Trojanischen Krieg haben Trojaner ein enorm grosses Ross ins Innere von einer Mauer hineingewuchtet. Mit was ist denn das Gefühl, das Ross? Mit griechischen Krieger oder mit spartanischen Krieger? Das trojanische Pferd. Diese Krieger, die zweite. Die spartanischen Krieger. Mhm. Die haben wahrscheinlich spartanisch gelebt im Ross, aber es sind keine spartanischen, es sind griechische Krieger. Und die haben dann einen Trojaner überfallen und haben dort gemetzelt mit denen. Also, welche Bohrmaschine darf ich mal für dich nehmen? Ich bringe dich um. Also. Ja, wenn es jetzt ist. Ist dann mach lieber du. Nein. Nein, komm, mach du. Nein. Soll ich für dich? Ja, wenn es ist, dann ist es halt. Dann sage ich, hat er verloren. Ja, aber dann kannst du es selber machen. Nein, ich mache es. Also, du machst. Du bist eine schöne Sadistin. Nimm dich aufs Glas, warte noch. Druck mal zuerst. Glück gehabt. Also, Frage Nummer 2. In New York steht die bekannte Freiheitsstatue. Uh-oh. Wer hat sie eigentlich den Amerikanern geschenkt? A. Frankreich, B. Italien. Wo ist Emilio? Ja, sind doch nach Amerika gekommen und gesagt, was wollen wir denen mitbringen? Die haben ja alles, die Amerikaner. Wollen wir denen vielleicht Frankreich einen italienischen Töff mitbringen und einen französischen? Frankreich. Stimmt. Ja. Frankreich, stimmt. Frage Nummer 3. Was Hollywood für Amerika ist Cinecittà für Italien. Wann sind die Filmstudios gebaut worden? A. 1922, also auf dem Höhepunkt des Stummfilms, oder B. 1935 im Auftrag von Mussolini? 1922. Hast du dich auch mit dem Freund beraten lassen von ihr? Wie heisst sich dein jetziger Freund? Das kann ich nicht sagen. Wieso nicht? Weil ich es nicht sagen kann. Ist es ein Geheimnis? Ja, wegen meiner Mutter. Aber sie aber sie weiss, dass du einen Freund hast? Also sie meint, du hast kennen? Ja. Sie meint, du hast kennen? Ja. Sie hat keinen Freund. Okay, nein, sie weiss es jetzt ja nicht. Sie hat keinen Freund. Nein, du musst sie nicht noch darauf verlupfen. Verstehst du mehr, dass du dort in die Kerbe reinhaust, umso mehr weiss ich es noch. Ja. Okay, wie heisst du? Ich sage es nicht. Nein, wegen der Mutter. Okay, Frage Nummer 4. Im Januar 1920, nein, 1922 hast du gesagt, das hat noch nicht gestimmt. Gut, hast du aufgepasst, das ist falsch. 1935, im Auftrag von Mussolini. Hätte ich noch einen Fehler durchgelassen. Also, welche Bohrmaschine? Welche ist es? Ja, ich. Für mich ist es auch schwierig.
Ja, was? Du hast die falsche Antwort gegeben. Du bist die gewesen. Nein, und sie hat dich nachplappert. Was also jetzt? Also, welche? Scheiße. Die. Oh, hast du gesehen, wie das tönt hat? Also, soll ich es mal probieren? Willst du mal das Mikrofon heben, falls es ein Geräusch gibt? Ja. Also. Und du schaust, wenn sie schreit. Wenn sie anfängt zu schreien, dass wir den Schrei gut getroffen haben. Also eigentlich müsste es ja du machen, oder? Nein, nein, nein! Nein! Oh, Scheiße! Nein! Nein, ich kann sein! Nein! Ist gut! Verloren! Das sind 300 Franken! Du kannst ja wieder über Ich gar keine. Du, aber sie ist relativ stabil. Ich bin nicht durchgekommen. Sie ist also relativ stabil. Nein, ja, macht auch nichts. Und sie ist schuld. Deine Ex-Freundin ist schuld. Sie ist meine Ex-Freundin. Ah, du hebst zu ihr. Das finde ich gut. Nein, das ist.